Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 13 vom Dach der Apokalypsen-WG. Vor mir steht Frau Darkseid. Guten Tag. Dann, ich glaube, das hier ist der UFO-Mann. Guten Tag. Dort oben wacht Herr Delfino. Hallo. Und irgendwo habe ich den Zordern randalieren hören. Ja, ich komme gerade aus der Wanne. Ah, schönen guten Morgen. Morgen. An dieser Stelle noch ein herzliches, frohe Gesundheit an den Herrn Wildgeist. Der hat Männerschnupfen. Ja, oh ja, ja, ja. Ja. Dann nützt kein Antibiotikum. Nee, das... Gute Besserung, Wildgeist. Das ist schlimmer als hier die Infektion in 7 Days. Mhm. So, Freunde, was ist geplant? Da ja wir sehr stark in der Vermutung sind, dass jetzt am kommenden Samstag an Halloween die Alpha 13 rauskommt, wollten wir ein bisschen Rabauts machen. Genau. Genau. Und zwar wollten wir in eine Stadt gehen. Im Süden war die Stadt, glaube ich, ne? Mhm. Oder hatten wir noch irgendwo? Wir haben ja Vorlauf über die 13 hinaus, war? Mehrere Wochen oder wie ist das? Ja, das wäre dann, glaube ich, 2 Wochen drüber hinaus. Ach so. Ja, diese kleine Stadt im Norden, die haben wir ja durch. Schlafsäcken, das UFO wieder irgendwo spawnt, wo er nicht spawnen soll. Bei mir stand da vorhin UFO-Mann. Wir nehmen gerade auf, sag sowas nicht. Hier jetzt wissen die Zuschauer wieder alle, dass ich irgendwo spawne, wo ich nicht spawne. Steht mein Name irgendwo drauf? Ja, ja, gut. Dein steht hier und hier steht UFO mal. Steht meiner irgendwo drauf? Ey, wenn die ja, 13 kommt, mache ich wieder ein paar Runden Singleplayer. Delfino ist hier. Ah, das ist ja schön. Shadow Delfino. Ja, dann sind eh alle da. Alle, die einen brauchen, haben einen, oder? Ja. Wir sind voll bewaffnet und machen jetzt richtig Stunk. Hier ist einer. Genau, wir haben uns schön Munition gemacht, haben Essen und Trinken mit und dann... Gehen wir los. Genau. Wollte ich gerade sagen, haben uns eine halbe Stunde lang gegenseitig aufgeputscht. Wir sind alle total aggressiv und sauer. Genau, wir mischen jetzt die Zombies auf. So, noch laufen sie ein paar Minuten. Los. Wollte ich gerade sagen, wollen wir warten, bis sie gehen? Ach, ihr Feiglinge, kommt raus jetzt. Ja, der UFO rennt als erster raus und ist gleich wieder der Wien und du gehst vor. Okay, UFO, man nimmt uns den Weg schon mal mit. Immer den Spießen nach, würde ich sagen. Ja. Ach du Scheiße. Das ist eine coole Barriere, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben die Tür offen gelassen. Man hat nachts eine Barriere gebaut. Hier, zieht er. Guck mal, das ist Baumwolle, glaube ich, hier. Oh, Baumwolle, da kann man reinspringen, oder? Ja, klar, kann man durchlaufen. Tür habt ihr zugemacht, oder? Keine Ahnung, ich war nicht der Baumwolle, Letzte. Die war aber eben noch nicht so hoch. Meine Güte, ist die schnell gewachsen. Ja, bitte? Hast du die Tür zugemacht? Delfino war doch nach mir, oder? Nö, ich war vor dir. Eigentlich. Okay, dann muss ich nochmal zurück. Weil es dann schimpft. Aber ist ja die Zeitverschiebung von Wien nach Deutschland. So. Tür zu? Genau, so, zusperren auch am besten. Darkseid, ich hab die Tür zugemacht. Brava, Ufermann. Okay. So, also wir müssen stark Richtung Süden gehen. Juhu, ich freu mich schon auf die Gemetzel. Ja, das ist eine ganze Ecke. Ich hoffe mal, das geht relativ fix. Ich denke mal, wir rennen, oder? Haben wir Kaffee oder Alkohol oben? Bier. Oh, dann lohnt sich. Ich hol mal Bier für alle, weil dann können wir nämlich rennen, ohne dass die Ausdauer runtergeht. Ja, Bier. Das braucht ja jeder nur eins, maximal zwei, von daher. Ach nee, rund. Hin und eins zum Zurück, dann. Nein, ich könnte ein paar mehr gebrauchen. Bier her, oder ich knall rum. Hast du doch auch ein Bier. Gerade dann. Genau. So ein Knaller. So, schönen guten Tag. Wo ist das Bier? Unten in der Trinkkiste? Jawohl. Alter, dieser Büchsenschinken ist ja so total kacke. Brauchen wir was zu essen. Shadow, bring mir mal noch ein bisschen was zu essen mit. Jo, ich bring dir mal 3 Dosen Futter mit. Ja. Bring ihm die guten Lamp Rations oder so mit. Nur gute Sachen bitte, ja? Ja, Lamp ist sehr sensibel keiner. Habt ihr auch alle euren Tee mitgenommen? Ja, ja, Tee? Nein. So, also hier Zordan. Ihr lernt's auch nicht, ne? Nö. Ich hatte Fino. In der Alpha lernen wir nichts mehr. Letzte Folge gesagt, dass wir Tee mitnehmen sollen. War das 1 oder 2 bei dir? Warte, du hast mir... Gut, ich hole Tee. Ja, ich weiß, der macht ein bisschen Wellen, ne? Hm. Da ist noch eins und hier ist Uwe, warte. Ja, Uwe, gibt's mehr. Erstmal deine 2 Bier. Bier. Und dann hast du hier nochmal 3 Dosen Futter. Ja, Futter. Das war ein bisschen wenig, 3 Dosen, aber ist okay. Ach, das reicht dicke. Wenn ihr in die Stadt geht, findet er ja bestimmt noch was. Na, UFO ist dann nur noch am Killen. So, wenn Zorn wieder da ist, stoßen wir einmal an und rennen los. Mir tun die Zombies leid, die wissen ja nicht, dass ihre Welt heute untergeht. Wahrscheinlich, weil... Ja, sie kommen ja dann wieder, das ist das Problem. Stimmt, sie kommen wieder in neuem Gewande. Richtig, immer verbessert und stärker, besser, neuer. So geil.
Zoran, bist du noch oben? Ne, ich bin hier. Okay. Ich habe gerade so. Keinen Durst. Ach hey. Oh je. Oh, mal ein bisschen Durst habe ich schon. Doch, ein bisschen Durst. Ein bisschen Durst habe ich. Wer hat denn da ein Messer in der Hand? Das ist gefährlich. Ach, das ist unser Uro. Delfino, das sieht total gestört aus mit dieser Brille auf. Ach nee, du bist das ja nicht. Ufo-Mann ist das ja. Der Ufo schaut aus wie ein Psycho. So, Prost, meine Herren. Es gab so einen Edgar Wallace-Film, da war so ein Frosch. Irgendwie. Der Frosch mit der Maske. Genau, der hatte auch so eine komische Brille. So, na dann rennen wir los. Stimmt, wenn man sich eine Schmerztablette reinhaut, wird man ja durstig. Genau. Juhu, oh, bin ich schnell. Bin ich schnell. Ja, die Geschwindigkeit ist dieselbe. Ach, du heilige so. Ufo, Mann. Hatten. Das sind aber viele Spikes. Ja, aber das macht man nicht alles nachts. Ja, draußen. Aber ja, weiß ich zum Abschluss. Im Haus verstecken. Das heißt verstecken, wir haben für dich, nur für dich haben wir Munition gemacht. Genau, ja. Und die Gegend überwacht. Gebibbert. Komm rein, Ufo, komm rein, die Zombies rennen gleich. Ich sage, Jungs, lass mich doch mal dieses Bikes hier aufbauen. Entspannt euch, ne? Genau, ich will eh nur als Erster sterben. Ihr Lutscher. Nein, ihr Lutscher. Wer hat sein Bier nicht getrunken? Ich hab meins getrunken. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hab meins auch getrunken und hab trotzdem schnaufen müssen. Ja, Leute, wir werden jetzt aufräumen. Und zwar wahrscheinlich in dieser Stadt, wo das Kino ist, wa? Wo wir schon mal fast gestorben sind. Genau. Relativ am Anfang. Ich glaube, diesmal aber ganz viel Munition haben. Was läuft? Und zwei Profis dabei haben. Im Kino? Dawn of the Dead? Nö, der Zombinator. Der Zombinator. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo die Stadt ist. Ich hoffe, ich renne hier einfach immer in die richtige Richtung, wenn ich nach Süden laufe. Ich renne auch quasi nur, wo die anderen rennen. Okay. Ich weiß ja nicht, warum ich hier noch Zeug einsammle. Ja, das ist doch alles sinnlos, egal was ich mache. Die Welt geht unter. Wir können sie in den Bring dich doch um, spring doch vom Dach, Mensch. Nein. Lauf in Kaktus. Nein. Lauf in Kaktus. Wie nennst du mich? Emo. Emo Let's Play. Ja, genau. Nein, ich hab schon wieder verloren. So. Oh, ein schöner Teil. Hallo. Verdammt, ich kann nichts sehen, weil mir die Haare so ins Gesicht hängen. Schon wieder Lippenstift am Mikro. Ey. Boots. Boots, sagt er. Oh, davon ist ein Häuschen. Aber ist das nicht Munitionsverschwendung, jetzt hier diese Flachzangen alle umzubringen? Ja, wir haben so viel Munition mit. Jeder tote Zombie ist ein guter Zombie. Wir können die ganze Stadt auslöschen. Das ist jetzt, die sind ja eigentlich schon tot, also... Wer auf die Idee gekommen ist, ist doch ein Schwachsinn. Leben und Tote, entweder man ist tot oder man lebt. Keine Leben und Toten, das ist Nonsens. Falls ihr Kinder zugucken, ja, sowas gibt es nicht. Eigentlich sind alle Toten, lebende Toten. Tote? Ja, weil die Lebenden sind eigentlich Tote. Ja, das auch, aber alle Toten sind auch lebende Tote, weil die sind ja voller Bakterien und allem Kram, was da noch schön rumoxidiert. Ja, okay, stimmt schon. Aber die haben das nicht. Aber man weiß es nicht, ja, man weiß es nicht. Ja, auch Viren haben Gefühle. Die mögen das gar nicht, wenn man sie dann mit Fieber ausrottet. Oder mit Antibiotika. Ja. Das wirkt bei Viren ja nicht. Tuberkel zum Beispiel, die sollen sehr sensibel sein. Ja, ständig werden die rumgedrückt. Schimmelpilz. Sind wir eigentlich noch alle komplett? Ja, wer ist denn da? Mehr oder weniger. Ich will vergessen, mich wohl heilen, wa? Hau ab, du Krankenschwester! Dieser Moment, wenn du feststellst, dass es durch Fenster viel leichter reingeht, als durch die blöde Tür. Ist ja schon richtig blau, die Alte. Es ist noch Suppe da. Also die Krankenschwester finde ich irgendwie mit die besten Charaktere hier bei uns. Oh, die ist da eingesperrt, die Krankenschwester. Alter, jetzt hat man noch die halbe Gesundheit. Was passiert? Ich hab mich fast in den Saft. Seid ihr jetzt beim Ausstieg? Ja, stimmt. Ja, wir... Ja, wir sind kurz im Haus, weil... Ja, da ist ein Waffensafe, dann machen wir kurz im Haus. Im Haus schaut super aus. Okay, ich kümmere mich mal kurz um den Friedhof hier.
Ja, dann. Ja, jetzt kannst kommt du wieder. Gleich lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Vitamine und Naschen. Ja. Lass mal jemand tracken. Also ich warte hier oben auf dem Hügel. Oh, komm mal. Oh, Mann, lass mich in Ruhe. Mann, immer wenn ich mal so ein bisschen kampfesmütig bin, dann krieg ich immer gleich ein paar. Genau. Auch Nase genannt. Ich komm nie so richtig zum Ziel hier bei dem Spiel. Immer um das Platz. Mitten in die Köcherei. Oh, hab ich eine Headshot gemacht. Nein, was war das? Achso, ich bin durch Kakteen gerannt. Das ist doch cool. Nee, eher schmerzhaft. Alter. Ihr seid jetzt aber irgendwie, ihr rennt jetzt zurück zu unserem Zuhause? Nee, weiter Richtung Süden. Ich hab jetzt Zauber getrackt, ihr müsst ja schon selbst sein. Nö, der ist immer noch hier im Haus. Ja, wir sind im Haus. Kunko, du läufst schon wieder in meine Richtung. Ja, ich hab das Achso, Kunko, nicht von den grünen Pfeilen auf dem Radar irritieren lassen. Es wird wieder angezeigt, wie viel der den Haus wird. Ja, wieso das haben wir doch beim letzten Mal. Aua, das waren die Spitzen. Das ist so kompliziert. Seht ihr mich hier drüben? Hier. Hä? Wo? Wo? Warte, ich habe euch gerade gesehen, dass ihr rausgekommen seid. Ach da, ah, ja, ja. Ich seh dir. So. Hallo, Rivera. Da. So, da hinten kommt auch UFO. Seht ihr mich? Ach, da unten seid ihr. Cool. Mhm. So, jetzt komm, ich bin, bin total... Ah, jetzt ist der aus der Puste, der Trottel. Ich bin im Blutrausch. Im Blutrausch ist der UFO. Blutrausch. In dieser Sache mit der Krankenschwester muss ich mich jetzt an einem anderen Zombie rächen. Na dann, auf geht's, Zombie suchen. Ja. Hört irgendjemand, wenn ich das Auto vor unserem Haus in die Luft jage? Nein. Wenn du so lange durch das Haus rennst, fährst? Ich versuche. Ich versuch's. So eine Überlegung kann auch nur eine Frau anstellen. Ein Auto in die Luft zu sprengen? Ja, ehrlich. Das steht im Weg. Was willst du denn machen? Ja, also vielleicht denkt das Auto umgekehrt genauso. Mhm. Das denkt das Auto so lange, bis es in die Luft fliegt. Ja, das, ja, das stimmt. Oh. Autos sind auch nur Menschen. So. Wenn da das geht, dann viele Fresse. Die Nacht der lebenden Toten. Sag mal, ist Halloween ist auch die Nacht der lebenden Toten, wow. Jetzt ist es in die Luft geflogen. Oder ist es einfach nur die Nacht der Geister oder der. Ja. Das ist ja, weißt du, aus Amerika, das hat irgendwie einen Hintergrund. Naja, das ist ja von einem heidnischen Fest ab. Richtig, und das Ding ist, die Kinder wissen ja heute so gar nicht mehr, was Halloween eigentlich bedeutet. Weil wenn Jesus damals diesen riesen Kürbis nicht besiegt hätte, dann wären wir alle gar nicht hier. Ach, deshalb war das. Das war ein absolutes Battle. Stimmt, steht ja in der Bibel, der Kampf mit dem Kürbis, wa? Das Ganze ist eine reine Marketinggeschichte. Hatte Jesus sich nicht auch 100 Tage von Kürbissuppe ernährt? Nein, der hat aus zwei Kernen 100 Tagessuppen Kürbis gemacht. Stimmt, der hatte doch eine Zeit lang Kürbis-Deo. Und der hat das erste Deo erfunden. Kürbis-Deo. Nee, Brot-Deo. Brot-Deo. Das Brot und dann verteilt es unter den Armen. Ach so, stimmt. Ja. Der Axt-Effekt. Nur nicht hinhören. Ich kenne nur den Axt-Effekt. Ich habe das dumpfe Gefühl, durch meine Aktion gerade kommen bestimmt gleich ganz, ganz, ganz viele von mir. Ja, also oh, warum steht das da ist ein Kamerad. Feuer auf dem außen? Lalalala. Was steht außen? Hier draußen vorm Haus steht ein Campfire. Ja, das habe ich mal gemacht vor ein paar Folgen. Ja, weil ich mir da was gebraten habe. Wird der Berg nicht angezeigt oder fliegt das Ding da wirklich? Oh, hier ist eine Höhle. Das fliegt. Nicht in die Höhle gehen, wir wollen in die Stadt. Komm raus wieder. Ach, mach die Röhre. Hätte ja sein können, dass wir Potassium brauchen oder so. Ja, Potassium. Ja. Für die zwei. Aber wenn ihr nicht wollt, dann gehen wir weiter. Nee, ist kein Problem. Also, ich sag mal, wir brauchen es theoretisch. Aber, naja, aber praktisch aber nicht mehr, ne? Warte mal. Ja. Warte mal. Ich glaube, warte mal, was ist das da hinten für ein Haus? Hat das.
Oh, da hinten ist eine Stadt. Komm, wir gehen die Stadt plündern, die ist näher dran. Das Haus okay. Nikolaus. Wir suchen uns eine neue Stadt, dann gehen wir rein. Hast du jetzt gedacht, da ist so einer mit Bunker, oder was? Oh ja, hatte ich zuerst gedacht. Hey. Oh, das ist der Anfang von der Stadt. Man, die Sichtweite ist ja auch wirklich schwach. Der Anfang vom Ende, wenn erstmal die Kotze-Zombies kommen. Die sieht ja aus wie unsere Stadt. Nee, in der waren wir noch nicht. So, dann die heißen nicht Kotze-Zombies, die heißen erbrochenes Zombies. Unkontrollierter Auswurf-Zombie. Genau. Die Kotze-Zombies gibt's doch nur, die Bullen sind das, wa, oder? Ja, genau. Aber das ist ja gar nicht hier so eine Stadt, das ist ja hier eine normale. Stimmt, das ist ja hier so eine alberne. Das ist nur so ein kleines Kaffee. Juhu. Und wir werden jetzt hier trotzdem ein bisschen randalieren. Ja, auf jeden Fall. Wo sind die Schweine? Explosionsfeile gibt's nicht, ne? Doch. Ja. Brennende Pfeile, das ist cool. Das sieht aber total geil aus, wenn so ein Zombie brennt. Warum haben wir eigentlich keine brennenden Pfeile für unsere Zuschauer angefertigt? Weil noch keiner ein Rezept dafür hat. Richtig. Außerdem kostet das wieder Unmengen an Schaden. Ach so. Naja, Leute, in der nächsten Staffel, Leute, da geht's richtig ab. Das war alles nur harmloses Vorgeplänkel. Richtig, da müssen wir dann irgendwie. Wir haben auch keine ganz Ahnung. Bewusst noch kein Moped. Das wollten wir euch alle noch für die nächsten Folgen vorenthalten. Genau, da kommt dann mehr und länger und größer. Oh, wenn es echt schade ist, Moped macht Spaß. Wenn ihr mal ein richtig gutes Singleplayer-Let's Play sehen wollt von 7 Days to Die, dann guckt bei Zordan rein. Oh, der danke. Das lohnt sich nicht nur wegen der Musik. Genau, ja, er macht ja gerade Pause eigentlich, oder? Dabei und so, das ist richtig cool. Guckt euch das mal an, falls ihr es noch nicht kennt. Da ist wer. Das ist ja lieb. Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich lieb bin. Das ist wirklich so. Er erwartet sich dann auch eine Gegenleistung, Gegenwerbung. Nein! Blödsinn, der Führer schießt dich gleich. Wo bist du Sau? Nein, Entschuldigung. Ich bin hinter dir die ganze Zeit schon mit dem Bogen. Schneid mal raus. Der ist immer so. Schlimm ist das. Der Fino stänkert immer. Ich wollte mich doch bei dir bedanken, dass du so fleißig bei meinem Planet Base dabei bist und immer Kommentare schreibst. So. Ja, das Spiel ist richtig. Schlechte Gewissen. Was ist denn eigentlich mit deinem Pharma-Dingsbums? Hast du da erst eh eine Folge gemacht oder habe ich die alle verpasst? Da habe ich letzten Sonntag eine Folge, 45 Minuten. Ach, da machst du eine pro Woche, wa? Ich habe mal angefangen und irgendwann bin ich drauf gekommen, ich nehme jetzt schon 45 Minuten auf. Kommt da noch einer? Ja, es geht auf jeden Fall weiter, ja. Ach so. Ja, ich habe gestern mit mindestens 10 oder 20 Abos gekündigt, damit ich wieder back to the roots, weißt du? Denn meine Abo-Liste war so lang, dass ich von euch im Prinzip die ganzen Let's Plays, die letzten Monate schon gar nicht mehr im Prinzip immer alle übersehen habe, weil ich einfach zu viel drin hatte. Ja? Ich hatte, glaube ich, 150 Abos. Das so Problem Videos, ist, nachdem YouTube die Listen eingestellt hat, Man darf das ja nicht mehr machen. Man geht ja nicht mehr, dass man so eine Favoriten macht oder so. Früher ging das. Früher konnte man Listen machen. Für die wichtigen, das finde ich total bescheuert, dass es nicht mehr geht. Das haben sie einfach eingestellt. Jetzt schmeiße ich einfach alle raus, dass ich eben nachher wirklich nur noch die wichtigsten habe und dann. Wuhu! The Riddle of Steel heißt das Buch. Das klingt eigentlich wie eine Metalplatte, aber. Wobei man kann ja bei den wichtigen kann man sich das heißt quasi benachrichtigen lassen und ein Video hochladen. Das Rätsel des Stahls. Wie per E-Mail oder was? Ja, also ich kriege immer SMS auf mein Handy. E-Mail? Ja, E-Mail bzw. SMS kriege ich aufs Handy. Ja, krieg am Tag 500 SMS. Nein, wie gesagt, ich mach's ja nur bei denen, wo ich wirklich informiert werden will. Was? Ich krieg keine SMS. Ich hab bei mir einen Kanal abgestellt, ich möchte nicht per E-Mail benachrichtigt werden. Und trotzdem kriege ich schon alleine, wenn ich einen Kommentar schreibt, kriege ich eine E-Mail. Ich will nicht für keine E-Mails kriegen. Ich mach das alles über meinen Kanal. Das kann man aber wirklich irgendwie abschalten. Ich krieg das nicht abgestellt, ich muss ja mal gucken. Ja, vielleicht hast du es noch nicht gespeichert. Ja, kann sein, ja. Also ihr kriegt keine E-Mails von YouTube. Nicht, dass ich wüsste. Nö. Lässt mich immer noch ein paar Mal schaffen zu schlagen, ich Schweine, ey. Kotz mich. Ja, im Nahkampf. Du darfst auch nicht an ihnen stehen bleiben, wenn du drauf hast, du musst immer wieder einen Schritt zurücklaufen. Wir haben eine ziemlich große Reichweite. Ja, musst dich bewegen wie ein Boxer. Oh, ich bin schon wieder so voll mit Zeug, hallo. Mann. Was hast du denn alles mitgenommen? Wo bist du denn?
Ach, ich habe so viel geplündert unterwegs. Ja, er plündert. Ich habe jetzt schon wieder 14 Benzinkanister, 6 Ölfässer. 14 Benzinkanister. Ich nehme nur das Essen. Kabel, Suppen, Eier, Federn. Das hätten wir vor 10 Folgen gebraucht. Kisten aufstellen und dann könnt ihr das dann alles zusammenlegen. Könnt ihr auch verkaufen? Machen wir so einen kleinen Suppenstand vor der Stadt. Ja, ja, richtig. Warme Suppe. Der Herr Süppchen. Zombie, noch ein Süppchen bitte. Genau. Haarwuchsmittel. Wiederbelebungstrank. Mhm. Ja. Ich habe bei meiner Ex-Freundin, die war ja Friseurin, war. Ah, hm. Und da war irgendwie im Fernsehen, wir waren schon eine Weile zusammen, und im Fernsehen war so eine Werbung für irgend so ein super Haarwaschmittel, wo innerhalb von 6 Wochen die lichte Stelle am Kopf des Mannes so langsam sich wieder mit Haaren füllt, war. Und ich so zu ihr, ey, vielleicht funktioniert das ja, ob ich mir das mal hole oder so. Und sie ist so, totaler Schwachsinn, das ist wie im Mittelalter die Scharlatane. Wenn es wirklich ein Haarwuchsmittel geben würde, dann wäre derjenige ein absoluter Millionär, das wäre die Erfindung des Jahrtausends. Das gibt es einfach nicht. Du kannst das Haarwuchs anregen, den Haarwuchs anregen. Ja, dann ist da einfach Koffein drin und gut ist. Mhm, genau. Also, man mit dem gleichen Koffein rein. Haarwurzeln implantieren, aber das ist natürlich was anderes. Das funktioniert. Also ich kenne jemanden, der sich das hat machen lassen. Und das funktioniert. Er hat jetzt. Ein Freund von dir, ne? Ja. Quasi. Wobei ich persönlich sage. Der beste Kumpel, oder? Nee, nee. Der hat sich seine Geheimratsecken hat er sich da voll machen lassen. Und komischerweise hat er nur dort vorne gelocktes Haar, was ich sehr seltsam finde. Jetzt weißt du, wo sie ihm die Haarwurzeln weggenommen haben. Das ist auch cool, wa? Rote Schamhaare. Naja. Da habe ich auch gesagt, oh Junge, das ist sehr merkwürdig, was du da hast. Und da muss er mal arbeiten mit Gel und Haarspray und so, oder was? Nö, nö, der hat eigentlich, also die beste Natura stimmt seine Haare, im Normalfall. Ja. Ja, das ist ja unwahrscheinlich, wenn man wirklich... wenn man wirklich volles, man sieht wirklich 10 Jahre jünger aus, wenn man volles, gesundes Haar hat. Ja, wenn zum Beispiel bei manchen Stars oder so, die tragen ja so Perücken, wo man das gar nicht sieht, dass es eine Perücke ist. Und dann sehen die ganz jung aus, obwohl die schon 60 sind oder so. Mhm. Einfach oder nur durch halt die Haare. Stars, die überhaupt nicht älter werden. Ja. Dieser Jugendwahn in Hollywood ist schon irgendwie befremdlich, ne? Ja, aber ich meine jetzt nicht durch Schönheits-OPs. Du hast ja auch ein paar Stars, bei denen die sehen heute genauso aus wie vor 60 Jahren, gefühlt. Naja, das Problem ist immer, man sieht die ja nicht in Natura, ne? Also, ja. Photoshop lässt grüßen. Und, ja. Ja, aber natürlich. Selbst wenn du solche Trash-Promi-Seiten-Dingens Kirchen siehst, dann... Aber das Ding ist natürlich auch, wenn du so viel Geld verdienst, dass du neben deinen Projekten, wenn du nicht gerade an einem Film arbeitest, dich eigentlich nur um dich, um deinen Körper, um deine Fitness kümmern kannst. Nein, das stimmt. Ich glaube, dann sehen wir alle jünger aus. Also. Und ich glaube auch, dass gerade die Schauspieler, dass die ein ganz starkes Körperbewusstsein haben, weil es ihr Werkzeug ist. Ja, klar, natürlich. Die arbeiten ganz viel an sich selbst, um halt attraktiv und eine Scheiße aussieht, kriegst du außer keine Dennis Rolle mehr. DeVito, der macht sich keinen Ruhm in so einem Aussehen, aber ihr wisst, wen ich meine. Ja, ja. Wuhu! Pumpgun Schematics. Brauchst du ja nicht. Wenn du zum Beispiel von Haus aus immer nur fette, böse Charakter gespielt hast, dann wird ja Kinder von dir verlangen, dass du irgendwie 50 Kilo abnimmst oder so. Dann wollen sie dich ja so haben, wa? Naja, ich denke mal, die haben da auch so ein Ausschreiben, so von wegen, wir suchen einen talentierten Comic-Superhelden, der ungefähr so und so aussehen sollte. Und da meint er, naja, mit 60 Kilo weniger könnte ich das sein, ich mach das mal. Naja, das wohl eher. Ja, stimmt, ja. Das ist eher so, dass die Leute, die die Filme drehen, zu den Schauspielern hingehen und sagen, wir können uns dich in der Rolle gut vorstellen, nimm mal 60 Kilo ab oder nimm mal 60 Kilo zu. Ja. Und na, wenn oder sie es manche machen Schauspieler möchten, dann sind, machen sie das halt. Manche sind halt auch so eitel, wenn die wissen, die werden dann mit freiem Oberkörper in dem Film auftauchen, dann machen die halt ein paar Monate lang richtig. Dann darf die Frau halt nichts mit ins Kino. Es gibt ja ein paar sehr krasse Beispiele hier, der, wie heißt der den letzten Batman gespielt hat? Batman. Der gestorben ist? Nee. Ben Affleck. Nein, jetzt, nee, nicht den ganz neuen, sondern... Der Hohen, keine Ahnung, wie er heißt. Heinz Römer. Ja, der und auch Jared Leto zum Beispiel, die sind so... Wie hieß das? Die haben schon, der hieß das? Nee, der ist aufgebraucht. Schade. Aber der hat sich immer am Klavier festgehalten, aber irgendwann ist er umgefallen. Nee, es gibt so ein paar, die haben ja extrem schon ab und wieder zugenommen für irgendwelche Filmrollen. Bis zum Gesundheitsschaden dadurch. Stimmt.
So, wo kauft ihr denn drum? Der Zordan ist ganz im Süden, Ufo und der Süden sind nördlich. Hier in dem einen Haus, da habe ich in ein Bücherregal Rezepte reingestellt, die ich jetzt schon kenne. Mann, das ist eine langweilige Stadt hier. Ich gehe mal hier mit in den Essenladen rein. Wir müssen dann wieder weiter in den Süden, wenn wir hier wollen. Was, wo gehst du in den großen Laden? Ach, warst du hier bei, in den Futterladen, Zordan? Nee. Wo bist du? Ja. Wo war ich? Ich bin verwirrt. Ach scheiße, ich muss nach Süden. Wo seid ihr denn wieder, Achter? Wollen wir uns nicht mal hier treffen auf diesem Platz und dann zusammen weiterziehen? Ja, komm mal zu mir, weil hier sind noch Rezepte, die ihr vielleicht noch lernen könnt, die ich doppelt hatte. Südlicher Bereich. Ganz hinten die Ecke von der Stadt. Von der Stadt die ganze Hinterecke. Die Ecke da. Ja, das ist unsere Stadt. Bis welche Ecke? Links oder rechts? Die Städte sind cool. Es gibt doch richtige Wild-West-Städte. Kommt drauf an, wo du stehst, ne? Fragen wir West oder Ost? Das ist die Ostecke. Ah, also die rechte Ecke. Oder die andere links. Jetzt gemacht, links war so unsere. Kommt drauf an, wo du stehst, ne? Ah, da kommt ihr. Da in dem Haus drin sind Pumpgun-Rezept und Stahlhelm und irgendwas anderes noch, Stahlstiefel und mal, Stahl selber. Dass du darauf nicht kommst, dass diesen Einkaufswagen, ja? Geplündert ist schon alles, wir müssen nur oben gucken. Und ein Kollege könnte sich reinsetzen. Das wäre witzig. Genau. So wie im wirklichen Leben bist und damit Bierbüchsen rumschmeißen, so wie bei uns immer Samstag macht das. Aber damit du das machen kannst, musst du eine von diesen Token, von diesen Münzen, die du finden kannst, da reinstecken. Genau. So. Wo sind sie jetzt? Sind sie wieder weg, Leute? Nee, ich warte hier am Ausgang von der Stadt. 10 Sekunden in Einkaufswagen, alle sind weg. Wir arbeiten hier ja auch und gehen nicht einkaufen. Bier ist alle, Mann, das ist ja wieder eine Kacke. Willst du noch Bier? Ich hab noch Bier. Ich habe auch noch Bier dabei, wenn einer braucht. Ah, nee, ich hab noch Bier. Ob ich über zwei Reihen Spikes überspringe? Ufo umdrehen. Ufo, genau, die Richtung. Genau da lang, dann siehst du mich. So, Delfino muss dann noch raus und dann muss noch Zordern her und dann gehen wir weiter. Ja, ja, Schrank, aber der ist so gut versteckt. Ziemlich tarnmäßig. Eigentlich wäre auch cool, wenn man mal so wie bei DayZ oder so, wenn man so eine quietschrote Jacke anhätte oder so, dass man die besser erkennt, die anderen Spieler, wisst ihr? Weil dass man das einfach färbt quasi. Rote Jacken oder rote Shirts sind immer ein schlechtes Zeichen. Ja, oder rote Taschen. Da kommt der. So, dann weiter nach Süden, Freunde. Ja. Nach Süden. So, ich glaube, warte mal, ich schau mal eben auf die Karte, wie weit das ist. Ich glaube mal nicht, dass wir in dieser Folge noch ankommen. Ich denke mal, wir werden dann zwischen den Folgen schnell noch ein bisschen laufen müssen. Und dann in der nächsten Folge machen wir eine Stadt zur Geisterstadt. Von der Zombie zur Geisterstadt. Nächste Evolutionsstufe, richtig, weißt du? Ja. Ich fürchte, es wird umgekehrt sein. Aber Spielt jemand von euch oder kennt jemand von euch Starpoint Gemini? Er sagt mir irgendwas. Das ist so ein Raumschiff-Erweiterungsspiel, oder? Also wo du dein Raumschiff immer weiter erweiterst. Freelancer-mäßig, ja. Aber sagt jetzt mal was, aber du könntest mir da nicht irgendwie Tipps für geben oder so. Nicht wirklich, nein. Okay. Oh, ein Hase. Blöde Nuss, halt deinen Kopf still. So. Ich hasse diese Typen. Aua. Shadow, das tut auch weh. Was? Du hast mir gerade einen Pfeil in den Arsch geschossen. Sehe ich aber nicht. Ich fand früher Zombie-Filme fand ich immer blöd. Warum? Echt? Ja, Zombie-Filme finde ich total dämlich. Brauchst du ein Medikit? Ich hätte eins. Nee, ich habe alles gut. Also jetzt diese modernen Sachen da, wie diese Serie, die ich eigentlich noch nie gesehen habe, die aber total geil ist. Genau. Das ist ja ein anderes Niveau, aber in den 80ern zum Beispiel, da waren Zombie-Filme sowas ganz so ganz doll low-budget doof. Warte, wer ein bisschen Schwarzpulver hat. Sekunde, wir haben Ufo und Delfino verloren, die sind nicht mitgekommen. Oh. Wir sind auf der Straße, wo ist jetzt hier? Na, nach Süden gegangen. Als wir gesagt haben, weiter nach Süden. Oh. Delfino, komm. Moment. Wir sind hier lang, komm hier hinterher. Ja genau, Richtung ist gut, wir warten mal schnell. Ist die Folge eigentlich rum jetzt, oder was? Wir sind gleich. Gleich. Bald. Demnächst. Ich habe übrigens 10 mm Moon, aber achso, das war ja nur zum Auseinandernehmen vorhin die Frage. Richtig.
Ich höre einen störenden Fried, ich sehe aber niemanden. Wo ist denn der Lappen? Bestimmt irgendwo da unten. Wo ist er denn? Genau, wow. Hört sich an, als ob du ihn gefunden hast. Jo. Ach, immer dieses Fernkampfgelumpe. Gelumpe nennt das. Delfino? Ja, ich bin da hinter dir. Alter. Ja, diese Tarnfarbe der Klamotten. Ey. Wo sind denn die? Mein Gott, warum? Wie kann denn nicht sein, dass ihr 5 Kilometer vorrennt? Wir wollen doch zusammenbleiben. Naja, Zordan hat es mitbekommen. Ich hatte losgesagt und dann Zordan sind wir los. Also schuld. Nee. Immer ich. Immer auf den Kleinen. Und dann noch auf den Kopf, dass er ja nicht größer wird. Warum auf den Kleinen? Bist du klein? Ja, 1,95. Oh Gott, ey. Du armer. Du armer Wicht. Ja. Männchen. Wenn du die Haare hoch steckst, dann bist du sogar 2,15. Ja. Ja. Locker, die sind schon so lang. Nee, sag mal, bist du wirklich 1,95? Ja, ja, wirklich. Ja. Nein, hör auf jetzt. Echt? Nein, echt, ohne Scheiß, ja. Hier regnet es immer viel im Harz. Ja. Junge, Junge, ey. Dann musst du aber, wenn du mich mal im realen Leben siehst, ganz vorsichtig ansprechen, dass ich keinen Schreck kriege. Weil ich bin nämlich nur 1,82 und da kann ich nicht erschrecken. Nur ist gut. Ist doch eine veritable Größe. Zeron ist auch nur unwesentlich kleiner als ich. Da kann ich mit leben. Ich meine, Delfino mit seinen 1,55 ist ja natürlich... Ja, das ist so klein nicht, ne? Ich bin so groß wie der Massenmörder. So klein nicht. So klein bin ich nicht. Nee, ich hab Nee. Ich habe unlängst gemerkt, ich habe die gleiche Größe wie der Wahnsinnige. Die sind doch alle ziemlich klein eigentlich. Der Wahnsinnige? Kleine Menschen aus Österreich haben der schon große Dinge bewirkt. Der nach Deutschland gegangen ist, um die Welt zu erobern. Der mit dem Schnauzer, jetzt. Ja. Ich dachte immer, der wäre klein gewesen. War der nicht klein? Na, 1,76. Ach so. Okay. Ah, dann ist der Pino kleiner als ich. Ja, der ist größer als Napoleon und Cäsar, wie die alle heißen. Da waren die alle 3 Meter, denen der mal die Hände geschüttelt hat, weißt du? Und dann dachte man, er ist so klein. Ja, richtig. Das war einfach nur die Kameraperspektive. Aber er war auf jeden Fall unter der Größe, die er eigentlich vorgegeben hat, quasi als neue. Hey, ach was ja. Was hat er gefunden? Hey Leute, Shotguns Luck. Das ist eine ganz verrückte Theorie bei YouTube gesehen, wo einer behauptet hat, ich dass Hitler war Jesus. Hitler war Jesus, die, auf den alle Christen warten, weißt du, diese Wiedererscheinung Messias. Jesus. Das war eher, und die doofen Alliierten machen den dann platt, oder was? Also wirklich. Echt für abstruse Theorien gibt es. Total bescheuert. Ja. Ich meine, Hitler war der Antichrist, kann ich ja noch nachvollziehen müssen. Ja. Nee, ich meine immer diese Theorien, dass es einen Jesus gegeben hat. Jesus, du bist echt okay. Jesus. Nee, Jesus. Kumpel, stimmt, every time, ja fair play. Jesus, du bist okay. Das ist von den Doofen. Ah ja, immer. Stimmt. Every time, fair play. Kommt ihr? Nö. Ja, musst du hier gerade nur ein Messer mitnehmen. Ein Messer? Jetzt auch, wenn ich stinke. Genau. Das war sonst der Klassiker. Sag ich winke, winke und goodbye. Die Doofen, gibt's die noch? Nö, die haben ja die Typen selber, aber als Band nicht mehr, nee. Nö. Nachdem auch die Sendung aus war, RTL Samstagnacht oder so. Das ist echt schade, ich fand die super damals. Ja. Das ist doch für die heutige Jugend nichts mehr. Nee, es ist zu tiefsinnig. In Amerika läuft Saturday Night Live immer noch seit irgendwie 40 Seasons oder sowas jetzt. So, Freunde, ich glaube, wir sind am Ende einer Folge, oder? Okay. Ja. Tschö. Na gut, dann gehen wir. Tschüss. Verfatzt euch, ihr könnt ausmachen. Es reicht, schleicht euch, es gibt nichts mehr zu sehen. Samstag, wa? Genau. Vergesst nicht bei allen Jungs ein Abo dazulassen. Genau, nein, wir wollen keine Abos. Keine Abos, keine Likes. Keine Kommentare, bitte. Genau, und noch müsst ihr nicht spenden. Und auf keinen Fall spenden. Noch ist nicht neue das neue Bezahlmodell von... Genau, das neue Mutantenmodell. Okay, tschüss. Tschüss. Oh, sorry, es war gerade Zombie.